bricht ab, oder? Nee, nimmt auf. Okay, ich habe eine Heidenewigkeit nicht nur nichts. Da ist sie. Ich habe eine ewige Zeit nicht mehr nur was auf YouTube nicht gemacht. Das war jetzt Doppeltrefferverneinung. Keine Ahnung, ob es jetzt richtig war. Also seit November habe ich, glaube ich, das letzte Mal irgendwas aufgenommen. Irgendwann Mitte Dezember hat es dann aufgehört, was, also Content zu kommen. Und inzwischen haben wir halt Ende Februar. Und das Video, was ich jetzt aufnehme, kommt dann bestimmt eh wieder später. Und deswegen wollte ich irgendwas erzählen, was so in der Zwischenzeit war. Vor allem am besten nehme ich Minecraft, weil ich hab noch bei Minecraft noch immer noch ein paar Folgen auf der Platte. Warum leckt es? Warum leckt es? Video Settings, ich breit, fancy. Irgendwas stimmt hier nicht. Smooth Lighting auf Maximum. Irgendwas stimmt hier nicht. Machen wir mal 8. Okay. Wollte ich halt mal so ein wenig erzählen, was bei mir so im Leben passiert ist. Es war ja. Hier fehlt was. Es war ja ordentlich viel dazwischen. Zum Beispiel, warum geht das da nicht? Halloween. Nein, Halloween war nicht mal dabei. Ich habe vergessen, wie überhaupt meine Häuser waren. Muss es da so weg sein? Habe ich das extra so gemacht? Da waren zum einen Nikolaus. Am Nikolaus. Also zu der Zeit habe ich angefangen, mit einem besonderen Mädchen zu schreiben. Ja. Ein hübsches Mädchen. Sehr, sehr, sehr nett. Sehr, sehr toll. Und dann habe ich mich mit ihr getroffen. Das war sogar Nikolaus. Stimmt, es war kurz nach Nikolaus. Es war an Nikolaus, glaube ich. Habe ich mich mit ihr getroffen. Moment, nehme ich das ganze Zeug mit? Ich habe mich einfach mal mit ihr getroffen. Dachten wir so. Ja, chillen wegen in der Stadt. Es war ja gerade Weihnachtsmarkt. Düsen wegen durch die City und gucken. Ich gehe mal zu meiner anderen Stadt und guck, was ich da mache. Weil ich habe vergessen, was ich machen wollte überhaupt. Ich tue mal meine ganzen Items hier rein. Ja, bisschen Weihnachtsmarkt, alles pipapo. Habe ich sie gefragt, ja, willst eine Bratwurst? Warum fehlt hier auch was? Warum fehlt hier voll viel? Ich glaube, voll viel ist jetzt verschwunden seit dem Update, oder? Dann hat sie also so, nee, nee, kein, nee, ich habe keinen Hunger und so. Später habe ich halt herausgefunden, ja, sie ist Vegetarierin. Dann haben wir halt noch gechillt. Wir waren dann an unserem Fluss, der bei uns ist. Und haben da gesessen, gequatscht mit der. Warum ist ja auch alles. Nein! Nein! Ich habe kein Item mehr. Wegen dem Update ist alles verschwunden. Kacke, ich hatte doch. Bestimmt ein paar Diamanten. Ich habe keine Dierhacke, ich habe gar nichts mehr. Nein. Sacrebleu. Fumagena sequa. Okay, dann darf ich wieder von vorne anfangen. Ja, Holz nehme ich mir mit. Drüben gibt es ja auch nichts mehr. Das heißt, Äpfel nehme ich mir auch nochmal zur Sicherheit zum Essen mit. Ich könnte mir aber noch eine Eisenaxt, eine Eisenhacke machen. Ich habe gar nichts mehr, ich muss wieder von null anfangen. Scheiß komische Updates. Warum passiert sowas? Dann haben wir halt ein bisschen am Main gechillt, miteinander gequatscht. Wurde halt schon langsam dunkel, ist ja Winterzeit, da geht ja alles relativ früh, da ist schon 14 Uhr wieder Nachtdämmerung. Habe ich halt gefragt, ja, willst du noch irgendwas machen oder fahren wir jetzt nach Hause? Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch kein Auto, ne? Doch, Führerschein hatte ich. Hatte ich noch kein Auto. Deswegen müssen wir zu den ganzen Bushaltestellen gelaufen. Und sie hat dann so gesagt, ja, mir ist es egal, mir ist alles recht. Und dann habe ich so gesagt, ja, nee, komm, sag auf, was du Lust hast. Ich bin bei allem dabei. Ist ja ein nettes Mädchen gewesen. Deswegen gewesen, die ist ein ultra nettes Mädchen. Und deswegen, ja, hat sie dann am Ende so gesagt, ja, okay, dann können wir zu dir fahren. Sind wir zu mir gefahren. Gleich mal beim ersten Date mit nach Hause nehmen. Auf jeden Fall, was haben wir eigentlich bei mir gemacht?
Am Anfang, wir haben. Haben wir irgendwas gezockt bei mir? Ich glaube, wir haben uns einen Film reingezogen. Genau. Ein Film, von dem ich dir ihr erzählt habe. Die sie stand auf Horrorfilme. Steht auf Horrorfilme. Und haben wir uns halt den Nebel reingezogen. Das ist so ein Film, den ich halt früher, wo ich noch kleiner war, gerne geguckt habe. Und habe ihn halt mit dir zusammengeguckt. Danach hat sie sich bei Netflix angemeldet. Haben wir wegen Netflix geguckt. Netflix und chillen. Aber nicht in dem Sinne. Und wo war nochmal meine komische Zwergenruine? Und ja, dann war es halt abends und dann dachte ich mir so, ja, es ist, keine Ahnung, ich fühle mich irgendwie schon voll schlecht, sie den ganzen Tag von daheim zu verschleppen, weil die Mutter weiß ja nicht, sie geht auf ein Date mit einem Jungen, den sie nicht kennt. Ich kann ja auch voll Arschloch gewesen sein. Und deswegen dachte ich mir, bevor ihre Mutter sich Sorgen macht, dann kann sie ja nach Hause. Also sollte sie wahrscheinlich nach Hause. Oh, aber dann ruft halt ein Kumpel an, so, yo, hast du Bock auf Shisha-Bar? Ich gesagt, ja, ich habe ein Mädchen bei mir. Also, ich verstehe dein Problem nicht. Hast du Bock auf Shisha-Bar? Ich habe ich gerade gefragt, ja, kann ich sie mitnehmen? Der Minecraft? Hat er gesagt, ja klar, nimm mit. Okay, haben wir sie mitgenommen, sind zur Shisha-Bar. War rappelvoll, da war kein Platz mehr. Gut, warum habe ich Steaks eigentlich da drin? Gut, war alles rappelvoll. Ach ja, die Cap habe ich von ihr zum Valentinstag bekommen. Oh, jetzt habe ich eigentlich die Pointer versaut. Ja, wir sind ein Pärchen. Gut, dann Shisha-Bar ging nicht. Sind wir dann zum Subway, haben was gegessen. Habe ich sie wieder gefragt. Ja, willst du irgendwas? Willst du irgendwas? Hat sie wieder gesagt, nee. Weil zu dem Zeitpunkt wusste ich immer noch nicht, dass sie Vegetarierin ist. Nee, doch, wo, hat sie mir das doch erklärt. Doch, hat sie mir. Oder? Ich wusste. Mann, bin ich ein schlechter Freund. Sie hat mir gesagt, sie ist Vegetarierin. Ist die Kopie noch da? Wieso ist alles weg? Scheiß Updates. Ist alles weg? Mann. Ich hätte vielleicht doch nochmal eine Kopie machen müssen. Jetzt muss ich Minecraft wieder bei 0 anfangen. Ich war schon bei 90. Oder? Hier ist noch alles da, ne? Ja, falsche Richtung. Ja, die Brücke ist noch da. Hier ist noch alles da, ja, dann. Guck ich mal die Kisten an, weil warum ist denn alles weg? Warum waren alle. Jetzt bin ich gerade traurig. Okay, also jedenfalls. Ich guck mal, ob die Kisten hier leer sind. Hier ist noch alles. Hier ist alles drin, hey. Hey. Hier ist alles drin, gut. Dann haben wir jetzt knapp 8 Minuten nichts gemacht, weil die Welt ja nicht wirklich funktioniert hat. Also. Ich glaube, ich baue mir etwas Süßes. Dazu brauche ich ein bisschen Dreck, bisschen davon. Aber so einmal Hammer. Das tun wir irgendwie verdeponieren. Und das Quarz auch. Ah, scheiß auf Rest, nehme ich mit. Gut. Glaube, ich baue mir das hier so runter. Gut, ich habe keine Hacke mehr. Doch, doch. Also, wir waren Subway. Sind dann Billard spielen gegangen. Habe ich gefragt, ja, kannst du Billard spielen? Bist du gut? Nee, Nani. Nein, ist sie nicht, kann sie nicht, will sie nicht. Doch, wollte sie unbedingt mit mir ein bisschen Billard spielen. Haben wir halt, weil meine Freunde waren ja dabei. Da bei uns, bei meinem Freundeskreis ist ja auch ein Pärchen da. Die waren, glaube ich, doch, wir haben, ich habe mit denen schon Videos aufgenommen, bloß wo die Fabi noch nicht geschnitten ist, schon ein halbes Jahr her. Weil ich faul bin. Und dann haben wir halt Pärchen gegen Pärchen gespielt, dann wir gegen zwei Jungs, also zwei Kumpels von mir. Da haben wir halt voll viel Billard gespielt, bis halt 1 Uhr nachts. Dann hat sich das ganze Date erstreckt von 12 Uhr mittags bis 1 Uhr nachts. Das ist ein krasses Date gewesen, muss ich schon sagen. Aber es hat mir sehr gefallen. Und eine Woche später habe ich sie halt wieder zu mir nach Hause eingeladen. Wollen wieder. Habe ich sie zu mir nach Hause eingeladen, hat sie gleich bei mir übernachtet und ja, inzwischen sind wir ein Pärchen. Yay. Die ist süß. Sie ist toll. Vielleicht sieht sie das ja. Hi. Hi, Missy.
Oh, ich habe den Namen gesagt. Oh je, die ganzen Stalker. Von meinen drei aktiven Abonnenten, die jetzt eh nicht mehr aktiv sind, weil ich schon selber nicht mehr aktiv bin. Gut. Die meisten denken sich, was macht der Kerl? Was will er bezwecken? Erstmal heier hergehen. Ja, mach ja eine längere Folge, mein Gott. Erreiche ich wenigstens was. Gut. Ich brauche Half Steps. Da. Ach ja, ich habe voll aufgehört zu reden. Gut, das war das erste süße Date. Dann eine Woche später war halt. War der. Also, sie hat vom 11. bis zum 13. Dezember bei mir gepennt. Und seitdem sind wir halt auch zusammen. Also, offiziell seit dem 13. Und. Wie mache ich das jetzt hier am hübschesten? So irgendwie. Mal lasse ich erstmal so. Gut. Ja, wir sind jetzt ein Pärchen. Und wir wollten aber, also nicht wir, sondern ich wollte sie dazu zwingen, noch mit YouTube ein paar Videos zu machen. Sie kann sehr temperamentvoll werden. Auch wenn sie so ein süßes, schüchternes Mädchen ist, kann sie sehr temperamentvoll bei Beat'em'ups und allem möglichen werden. Und ich hole mir ja Pokken Tournament oder. Nee, Pokémon Tournament. Also Pokken. Und. Ja, das war's groß und Ganzen. Oh, das regt mich gerade den ganzen Kies hier auf. Was gibt es noch so zu berichten? Ah, genau. Also zwischen dem Nikolauswochenende, das war ja ein Sonntag, und dem Wochenende drauf, wo sie bei mir geschlafen hat, habe ich mir ein Auto zugelegt. Ein 94er Baujahr Golf 3. Ich mag das Auto eigentlich total. Also ich bin schon ein Golf-Fan. Ist jetzt nicht beste Farbe. Aber technisch gesehen ist es eigentlich gut aufgerüstet. Also ich kann mich da eigentlich nicht beklagen. Bloß im Winter, wo es bei uns extrem kalt war, bei diesem minus 10 Grad, bei diesem minus 10 Grad, hat der Anlasser nicht mehr mitmachen wollen. Gut, ist mein Auto nicht angesprungen. Da war ich gerade auf der Arbeit. Habe ich meinen Vater angerufen. Ja, yo, kannst vorbeikommen. Mein Auto springt nicht an. Hat er gemacht. Hat geguckt, ey, warum springt das Ding nicht mehr an? Hat da was gemacht, da. Also, nee, eigentlich gemacht hat er wirklich gar nichts. Hat nur die ganze Zeit versucht zu starten, hat ja nicht funktioniert. Bis es anfing, aus dem Motor zu rauchen. Ja, dann war der Anlasser hinüber. Gut. Zum Glück hat mein Onkel, also hat mein Onkel Ersatzteile gehabt, haben wir eingebaut. Gut war. Gut. Konnte ich wieder fahren. Halt außer bei Kälte. Bei Kälte kann ich nicht fahren, da springt mein Motor nicht an. Und die Türen gehen nicht auf. Das ist ja. Oh, da gibt es ja noch eine andere Geschichte. Uiuiui. Gut. Ich habe meine Freundin. Das war Neujahr irgendwann. Nach Neujahr, also nach den Ferien, musste sie zum Praktikum nach Hamburg. Hab ich sie zum Bahnhof gefahren. Bloß da hat sie angefangen, richtig kalt zu werden. War meine. Also. Also 4 Uhr nachts, nee, 3 Uhr nachts mussten wir, glaube ich, losfahren. Oder 4 Uhr nachts. Ich glaube 4 Uhr nachts. Sind wir ins Auto gestiegen, sind losgefahren. Alles tipptopp bis dahin. Sind dann bei der ersten Linkskurve, knallt die rechte Tür einfach auf. Ich war erschrocken. Hab gesagt, ja, mach die Tür zu. Ging nicht. Die konntest du nicht zumachen. Die blieb einfach wie so eine offene Tür halt. Wie so ein schlabberndes Ding einfach ist auch.
der Dinger habe ich gesagt, ja, kannst du es zuhalten, bis wir am Bahnhof sind, sind wir zum Bahnhof gefahren, während sie zugehalten hat, kam auch ihr, also dann, der Bus hatte Verspätung und ich war halt da, scheiße, die Tür geht nicht mehr zu, die Tür geht nicht mehr zu. Und die anderen gingen nicht mehr auf. Dachte mir, was ist jetzt falsch? Ja, die anderen gingen nicht mehr auf. Also, das bei den Golfautos ist es ja mit irgendwie so mit Luftdruck. Und bei der Kälte zieht sich die Luft zusammen. Aber warum dann die Beifahrerseite aber offen war und nicht mehr zugehen wollte, ist mir bis jetzt noch ein Rätsel, ne? Aber dann habe ich halt um 4 Uhr nachts noch einen Kumpel angerufen und habe gefragt, ja, kannst du bitte vorbeikommen und die Tür halten? Ist er dann mit seinem Auto gekommen, hat die Tür gehalten, bis wir bei mir waren, haben wir abgestellt, mit einem Seil zugebunden, damit es keine klaut, weil ja so ein Seil auch beste Sicherung ist. Und ja, hat er halt gemacht, dann sind wir nochmal zum Bahnhof gelaufen und mit seinem Auto nochmal zurück. Dann waren wir um 8 Uhr oder halb 8 wieder bei mir, also dann ist er wieder nach Hause gefahren. Wir hatten halb 8, um 9 Uhr musste ich auf die Arbeit gehen. Dachte ich mir, fuck that. Und ich habe ja eh nicht, noch nichts geschlafen, weil um 4 Uhr nachts, na, ich war ja bis 4 Uhr nachts wach, um sie dann gleich zum Bahnhof zu fahren. Gut. Hab dann halt nichts geschlafen und genau dann war halt Schneesturm bei uns. Durfte dann Schnee schippen, 2 Stunden Einfahrt frei schippen. Dachte ich mir auch so, sacré bleu. Was ich jetzt mache, weiß ich nicht. Irgendwas Interessantes, Kreatives. Inzwischen ist mein Auto schon wieder kaputt. Weil nachdem es endlich mal wieder ging, bin ich mal zur Arbeit gefahren, hab meinen besten Kumpel gesehen, ne? Der war auch mit dem Auto dann, genau wo ich Feierabend hatte. Dann ja so, ja, rennen, fahr man, rennen, fahr man, rennen, fahr man, rennen. Ich war eigentlich, ich wollte das selbst nicht machen, ich wollte es nur so scheiße sagen. Ja, da fuhren wir beide raus, nachdem wir halt da wegen was gefatzt haben. Fuhr halt direkt hinter mir, dicht auf, Lichthupe, Hupe, Lichthupe, Hupe. Sehr penetrant. Dann dachte ich mir, haha, jetzt zeige ich es dem Rabauken und fuhr halt volle Karre geradeaus. Das war halt eine relativ gerade Strecke. Halt oben, dann wenn wir da vorne war halt eine Rechts-Links-Kurve. Aber ich dachte mir halt, bis dahin schaffe ich's. Nein, ich habe es nicht geschafft. Bin über den Bordstein mit einer richtig guten Geschwindigkeit drüber gefahren. Hat's die Achse verschoben. Die ist nicht komplett hinüber, aber die hat's halt verschoben. Ich weiß nicht, ob das. Also das Auto ist gerade in der Werkstatt. Ich weiß nicht so, wie. Wie soll ich sagen? Wie teuer das sein kann. Weil eine neue Achse sollte eigentlich auch nicht so teuer sein. Warte mal. Das sollte eigentlich nicht so sein. Wie beheben wir das Problem? So? So? Nee, nicht so. So. Immerhin, 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 immerhin sollte ich, also heute ist der 22.02. Ein Kollege hat von mir heute Geburtstag gehabt. Alles Gute nochmal, wo ich der OD schon gratuliert habe. Und meine Mutter hat heute auch Geburtstag. Ne? Also alles Gute. Ich schaff's zwar mit den Videos nicht, aber alles Gute, Mutter. Ist ja nicht so, als ob du unten sitzt. Okay, das schaut scheiße aus. Ja, was können wir noch sagen? Es kommt auch weg. Meh. Meh, meh, meh. Zock, zock, zock. Zock, zock. Gut. Dann können wir hier mal schon wegen sicheln. Deshalb können wir am besten auch umtauschen. Aber ich habe keinen Clean Stone. Mensch. Dann habe ich hier halt normale Zits. Oh, das ist auch hässlich. Aber das ist ja hier nicht so hübsch. Weil da ist die Höhle, da ist der Dester und dann bäh,
Sehr verlässlich. Und ich habe wieder keine Half-Steps mehr, yay. Gut. Was ist in meinem Leben in der Zwischenzeit noch so passiert? Weil wir haben Februar, was ist noch so alles passiert? Weihnachten. Ah, ich habe alle drei Teile von Herr der Ringe in Limited Edition bekommen und der dritte Teil sogar in dieser Collectors Limited Edition of Doom. Weil da ist die fette Digger-Figur da drin. Von Gandalf, wie er seine Pfeife raucht. Und ah, ist ganz okay. Und eine neue Cap habe ich bekommen. Meine erste Nicht-Gaming-Cap, Miami Heat. Und was ist noch passiert? Dann kam halt Silvester war cool. Silvester war cool. Davon könnte ich auch ein paar Liedchen trällern. An Silvester war ich mit der Clique unterwegs. Und meine Freundin war natürlich diesmal auch eingeladen. Weil sie zu mir gehört. Und es bimmelt. Warum bimmelt? Ah, meine Ömmchen könnte kommen. So. Oh, ist ein bisschen so hässlich. In Random Style. Opa, Random Style. Boah, ist das schlecht. Boah, war das schlecht. Puh, geh dich vergraben, Victor. Geh dich vergraben. So, dann hier irgendwie eine Tür reinballern. Okay, das kommt auch irgendwie weg. Das da kommt auch irgendwie weg. Gut, jetzt brauche ich ein paar Clean Stones. Gehen wir brennen und erzählen noch ein paar Geschichten. Ich mache jetzt einfach mal ein kleines Reunion Special. Vor allem Reunion. Sollte ein bisschen genügen. Habe ich noch ein bisschen Clean? Ja, ich hab sogar Clean. Zwei davon, ein paar davon. So, dann ein paar Treppen. Gut. So eine scheiß Tür bräuchte ich noch. Jedenfalls. 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 Tut, was immer jedenfalls tut. Dann ist hier wieder alles clean, außer hier. Gut, dann kommt hierher diese scheiß Dinger da. Oder ich tue alles um eins hinter. Ich tue mal alles eins hinter. Zack, 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 zack. Gut. Okay. Gut. Was kann man noch erzählen? Ja, Silvester Desta. Silvester Festa, Lester, Hester, Mester. Gut. Wir waren bei einem Kollegen auf dem Kaff, haben dort ein bisschen vorgeglüht. Und also nichts Großes passiert, das war einfach ganz cool. Mit Kollegen, Kumpels. Also Kollegen eigentlich nicht, eigentlich nur mit guten Kumpels gechillt. Und bisschen getrunken. Also keiner von uns war besoffen. Und das war es eigentlich auch. Es war halt auch schön. Es war halt auch schön, dass ich mal mit meiner Freundin da, also zum ersten Mal mit einer Freundin, Silvester gefeiert habe. So. Das okay so? Ja. Schaut ganz gut aus. Finde ich. Naja, teilweise. Tür dann hinkommt. Zack, zack, zack. Bisschen Kies, bisschen Schotter.
Ja, gut, ne? Dann ist hier unten lebt der Farmer. Dann holen wir uns schon mal eine Tür, ne? Licht wäre auch vorteilhaft hier drin zu haben. Dann kamen wir ein bisschen weiter nach nebenan. So, haben wir noch eine normale Spitzhacke? Ah, doch, eine haben wir noch. Oder? Noch eine? Nee, das war's. Dann können wir hier hinten auch irgendwas machen, irgendeine Farm ähnliche. Irgend so was. So ein Schabernack halt. Ne. Da wird man doch fuchsteufelswild, wenn da hinten nicht eine Farm ist. Denn jeder hat eine Farm. Im Keller. Nö, meine Freunde. Ich finde, es schaut scheiße aus. Das ist auch eins zu weit. Mensch. Dann baue ich das hier erstmal zu. So. Dann geht's auch nochmal da. Oh, oder? Hier ist ja auch ein Raum, ne? Gut, tschüss. Kann ich wenigstens hier runter. Nee, das ist dann zu viel miteinander verwurschtelt. Braucht man nicht, braucht man nicht, braucht man nicht. Oder jedes dieser Dinge ist miteinander verwurschtelt. Das wäre doch auch ganz cool, oder? Oder ist es wegen too much? Ich finde das jetzt schon wegen too much hier alles. Gut, dann können wir das da unten auch austauschen. Du da und dort da war dann zu Klingstaum. Gut, da wächst noch gar nichts. Aber ich habe ja auch ein paar Bauernmühlen, ne? Gut, jetzt habe ich ein paar Seeds mehr. Ne? Oh, aus 5 wurden 10. Gar nicht mal so schlecht die Bilanz, ne? Ansonsten, ah ja, da war dann, wie hieß denn das? Valentinstag, genau. Valentinstag. Von meiner Freundin habe ich was ganz Tolles bekommen zu Weihnachten noch. Ich habe ihr erzählt, ich stehe auf Amiibos. Das sind solche nerdigen Nintendo-Figuren. Weil, wie sagst du, ist am besten ein Mädchen. Dann mache ich ein bisschen gleich mal selbst lächerlich, weil dann sagt sie, nein, es ist nicht nötig, wenn es dir gefällt, dann ist es toll. Und hey, glaube ich, kann es mir bekommen. Hey, ich habe keins mehr bekommen. Dann hat sie mir, weil sie nicht wusste, auf wen ich, also zu dem Zeitpunkt wusste ich sie noch nicht so, auf wen ich am meisten stehe, und hat mir den Sonic Amiibo geholt. Hier ist ja auch was, ne? Und war schon ganz geil. Und hat noch Pralinen, also die nicht Pralinen, wie heißen, nee. Mozartkugeln, genau, die feiere ich ja voll. Und dann nochmal Mozartkugeln in Herzform. Später, was sind das eigentlich? Ist das Oak? Ist doch nicht Oak, das ist, glaube ich, Spruce, oder? Dark Oak. Spruce, 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 da. Spruce. Bruce, Bruce Darnell. Gibt's den noch? Gibt's sowas noch? Gibt's diesen komischen Bruce Darnell noch? Ist es? Spruce, sieht so aus, oder? Ja, ist es. Ist es, ist es, ist es. Weil auf dem Bildchen ist es vertikal und hier ist es. Hier sind die Striche so und hier sind die Striche so. Obwohl das ja graue Striche gemeint wahrscheinlich. Ja gut, keiner kann eh meine Gedankensprünge folgen. Deswegen plapper ich weiter. Was gab's noch in meinem Leben? Valentinstag, genau, Valentinstag. Wir sind schon bei einer halben Stunde, deswegen ganz schnell noch ganz schnell Valentinstag. Valentinstag war ein bisschen ungeplant, weil eine Woche davor die Cap war ein Valentinstagsgeschenk. Die hatte sie, als sie von Hamburg kam, an den Rucksack geschnallt, deswegen wusste, habe ich das ja gesehen, sie hat mir eh geschickt, soll ich ihr das kaufen oder lieber einen Megaman-Pulli? Habe ich gesagt, die Cap, die Cap, die Cap. Und später, döbel. Ach ja, später sind wir zu ihr
Wegen Fasching, ja, genau, wegen Fasching. Und hat sie alles ausgepackt aus dem Rucksack, hat sie gesagt, schau nicht hin, weil da war das Versteck. Und sie hat das Versteck halt unter ihren Klamotten aus dem Rucksack, aus dem Koffer versteckt. Und dann hat sie halt zu mir gesagt, ja, tu die Jeans in die schmutzige Wäsche. Und da lagen halt noch andere Jeans. Sie hat zwar auf den einen Stapel gezeigt, bloß ich habe halt nur Jeans gehört und habe instinktiv einfach die einzigen Jeans genommen, die ich gerade gesehen habe. Darunter war ein Mega Man Amiibo. Es tat mir halt voll leid, weil das war voll das tolle Geschenk. Und dann war sie halt böse, weil dann gibt's keine Überraschung mehr für mich. Habe ich gesagt, ja, okay, dann kriegst du auch schon mal ein Geschenk von mir. Dann hat sie auch ein Geschenk von mir bekommen, schon vorzeitig. War eine Tageskarte für so ein Wellnessbad in so einer Nachbarstadt bei uns. Das ist auch relativ bekannt dafür ist. Deswegen dachte ich mir, ah, gleich am nächsten Tag können wir da mal hinfahren. Also gleich an, weil ich sage, können wir da hinfahren. Bloß mein Auto ging, ist mit der Achse, ist genau ein Tag vor Valentinstag kaputt gegangen. Ja, ich bin nicht so ein schlauer Mensch. Zum Glück war sie nicht so nachtragend. Aber am Valentinstag war da eh in dieser Wellness-Therme sehr viel, 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 viel los. Deswegen konnte man da eh nicht wirklich viel machen. Gut, was kann man noch erzählen? Das war es größtenteils. Arbeit pipapo, also im Moment gibt, bin ich relativ ausgeglichen. Ich brauche hier gerade nur ein bisschen random hin, ne? Also nicht wundern, liebe Leute. Das war's mit dem Part. Mit dem Part. Da ich faul bin und viel für die Schule mache, bin ich faul und tue viel für die Schule. Und wenig für YouTube. Also wird, obwohl wir gerade jetzt den 22. Februar haben, wird das Video wahrscheinlich erst im März kommen. Also bis dann und ciao.